Hallo, willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for, oder jetzt Let's Drift in dem Fall, Need for Speed 13 Im Shift. Wettkampf heute driften wir mit der Nissan Silvia S15. Ja, das ist auch die einzig vernünftige Silvia an der Stelle. S13 ist so die Drift-Ikone schlechthin. S14 sieht furchtbar aus. Soll sich einigermaßen driften, aber dann lieber S15. Leider gibt's die nur als Rechtslenker. Okay, es geht gleich los. Achte auf dein Tempo, den richtigen Winkel und die Scheitelpunkte. Und rein theoretisch müsste die S15 auch den gleichen Motor drin haben wie der Skyline R33. Zumindest als nicht GTA-Version, sondern als GTS und GTST, genau. Nämlich als Hecktriebler. Der GTR, wir wissen ja, der hat Allrad. Aber der GTST, der hat nur Heckantrieb. Und da ist die Mut, also der Hubraum und die PS-Zahl irgendwie so identisch. Ich vermute, das ist der gleiche Motor. Ja. Jo, alle drei Sterne beim First Try. Finde ich gut. Könnt ihr mir auch gleich jetzt einen Pokal schon überreichen. Und aufs Dach gelegt, nein. Schöne Fahne oder was auch immer das sein soll. Ja, sehr interessantes Auto. Mhm. Mal dieser graue Asphalt-Look. Okay, falscher Text, aber egal. Das hat gepasst. Upsa. Sorry. Ach jawohl. Hier metert das Geld. So mustert. So, dann dürfte jetzt der letzte Drift kommen. Oh, vorletzte erst. Silverstone und Lulun. Im Drift-Wettbewerb heute fahren wir den Mazda RX-7.
ein bisschen dreckig oder so ein Muster zu. Gleich los. Achte auf den Tempo, den richtigen Winkel und die Scheitelpunkte. Okay, auf geht's. Viel zu langsam. Oh, hat aber... Hui. Mehr als das Doppelte. Schön. Ich hab mich gar nicht von ihnen angeguckt. So, genug von auch Ihnen gesehen. Ja, ist vorbei. So, ich fahre mal in die Pits. Tschüss. Mehr als das Dreifache der Punkte. So, jetzt das Letzte. Ach, schon wieder knapp eine Million. BMW leitet uns fürs heutige Drift-Event den M3 E36. Okay, ich weiß, Brad ist fast nur ein Anfänger, aber unterschätze ihn nicht. Er hat schon einige Siege eingefahren. Ich will ordentliches Tempo sehen. Es geht los. So, wir gucken uns erstmal die Strecke so an, bevor wir auf die Cockpit-Ansicht schalten. Das wäre eine verschachtelte Acht hier.
Okay, hier war ich schon mal. So Leute, viel Spaß beim Aufräumen. Alles klar, gut gemacht. Schöner Sieg. So, ist das Kunst oder kann das weg? Irgendwie fast besser. Ja, sehr schön, jetzt schlage ich meine eigenen Punkte, genau. So, einmal E36 zerschrotet. Bitteschön. Wie bestellt. So, kleines Abzeichen, das war's. Mehr gibt's hier nicht zu sagen. Ja, dann haben wir nur noch die Mixed Series hier, ne? In diesem Event besteht jeder Wettkampf aus einer Serie. Denk daran, du bekommst Punkte für deine Platzierung. Gute Platzierungen sind also entscheidend. Außerdem musst du hier jeden Fahrstil beherrschen, da Rennen, Zeitfahren und Drifts auf dem Programm stehen. Ich krieg das Kotzen. Angelo Bergstrom ist bekannt dafür, dass er seine Position im Feld hart verteidigt und es einem extrem schwer macht, ihn zu überholen. Rechne also damit, dass du nicht einfach an ihm vorbeikommst. Kriegen wir hier ein Auto oder... Okay, jetzt habe ich nicht geguckt. Okay, wir kriegen keins gestellt, wir müssen selber fahren. War das jetzt ein Drift oder ein Rennen? Ja.
Ah nee, wir haben sowieso unsere Indies. Okay, alles klar. Also du wirst heute eine Menge von der Strecke sehen. Viele Events stehen auf dem Plan. Viel Spaß da draußen und sei vorsichtig. Noch ein paar Sekunden bis zum Start. Achte aufs grüne Licht. Grün, gib Gas! Es geht los! Schon dabei. Eine saubere Runde auf der Nordschleife. Das ist sowas wie Gewinne im Lotto. Mindestens 3 Millionen. Ist doch ganz einfach. Mit nur ordentlichen, mit nur einer genügenden Anzahl an Versuchen ist sicherlich auch das möglich. Wir sehen uns dann in ein paar Jahrhunderten. Tja, Herr Bergstrom. War jetzt nicht so knifflig. Der Baum sieht sehr merkwürdig aus da. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß. Und sei vorsichtig. Ja. Guck mal, noch eine Elise. Wer wünschte, wir würden Autos tauschen? Long. Ich muss mal kurz gucken hier. In den Optionen Audio, da gibt es es nicht. Gameplay, Steuerung. So. Oder auch nicht. Warum kann ich denn hier nicht...
schön, dass man das nicht scrollen kann. Ah, mal die Endgrade. Da ist Pumpe. Wir knallen immer noch einen Begrenzer. So, wie viel Rennen sind das pro Serie? 3, 4, 12, 80? Okay, noch ein paar Sekunden bis zum grünen Licht. Wir wollen aufs Podium, also viel Spaß und sei vorsichtig. Na komm, bleib hier. Wow.
Okay, machen wir so rum. Na, reicht nicht. So, bleibt's jetzt bei 3 oder guckt noch was? Ah, nee. Ei, nochmal 120.000. Sehr schön. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir dann die nächste Rennserie machen. Jo, also, bis gleich, ne? Tschüss!